Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall IG Vault ab und benutzt den 8% Discount-Code REALFIFA für mehr Rabatt. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal REALFIFA. Und heute gibt es mal ein ernstes Thema, denn ihr wisst es alle, ja, das Auftaktspiel, ja, Deutschland gegen Mexiko war wirklich eine Katastrophe. Und heute werden wir einfach mal, ja, den Yogi spielen. Also wir werden heute Bundestrainer sein. Ich werde versuchen, das bestmöglichste Team meiner Meinung nach aufzustellen. Und ihr könnt natürlich in den Kommentaren entscheiden, ob der Typ Ahnung hat oder auch nur Scheiße labert. Und ja, ob ihr oder auf welcher Position ihr natürlich dann, sage ich mal, Verbesserungen hättet. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was ihr so raushaut. Ja, Mexiko muss man allerdings auch einfach mal loben, die natürlich verdient gewonnen haben. Viele werden es wahrscheinlich auch nicht mehr hören können, aber ich dachte mir auch nur so, was geht da ab, als ich dieses Spiel gesehen habe. Da war kein Tempo drin, da war, was weiß ich, keine Ahnung, da war Urlaubsstimmung angesagt. Die wollten halt wirklich einfach in den Urlaub gehen und das kann man sich natürlich dann bei einer WM leider nicht antun. Und ich denke auch, wenn das so weitergeht, wird es am Samstag gegen Schweden nicht reichen. Aber ihr könnt ja mal eure Prediction reinschreiben. Denkt ihr, Deutschland packt das Ganze noch oder werden sie in der Gruppenphase rausfliegen? Das wäre, glaube ich, ein neuer Rekord, beziehungsweise neuer Negativrekord. Wir werden es sehen. Freunde, smash natürlich gerne den Like-Button. Wir werden heute einmal das Team aufstellen ohne Nominierung und dann noch das fertige Team, ja, mit den Nominierungen, die Spieler, die wirklich nominiert sind, wie wir die dann aufgestellt hätten. Also zwei verschiedene Teams, einmal natürlich auch Spieler nehmen, die vielleicht gar nicht nominiert sind. Und deshalb würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier gerne Like gebt. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Einfach mal den Like drücken und eure Meinung natürlich in die Kommentare schreiben zu dem ganzen Deutschland-Thema. Was denkt ihr, packen die das noch? Ich glaube, niemand wird abstreiten, dass Mexiko ja, verdient gewonnen hat, weil es ja einfach so ist. Und jetzt will ich auch gar nicht mehr so viel drumherum reden und ja, dann kann ich nicht mehr viel sagen. Bevor das Video losgeht, Freunde, möchte ich noch eine meiner Lieblings-Apps euch vorstellen. Und ja, was das Ganze ist oder um welche App es da geht, das seht ihr jetzt. Und bevor wir mit dem Video anfangen, Freunde, möchte ich euch noch eine der heftigsten Apps überhaupt aller Zeiten vorstellen. Und das ist kein Witz, nein, es ist eine meiner Lieblings-Apps und zwar OSM, Online Soccer Manager. Link natürlich direkt in der Beschreibung, kostenlos. Und das Spiel hat es mir angetan. Ich spiele das jetzt schon seit über einem Jahr. Und das ist nicht gelogen. Ihr seht es hier, ich kann euch das Ganze zeigen. Wir sind hier bei der Weltherrschaft bei 9%. Unser Trophäenschrank, 26 Saisons haben wir schon abgeschlossen. 12 Meisterschaften gewonnen, 13 mal den Pokal. Ja, kann euch auf jeden Fall das Ganze empfehlen, wenn ihr, ja, sage ich mal, Bock habt auf einen Manager-Modus mit allen Lizenzen zu allen originalen Spielern, zu allen originalen Vereinen. Das zeige ich euch jetzt hier. Wir suchen uns einfach mal eine Mannschaft aus. Dazu könnt ihr auch eine Weltmeisterschaft starten hier mit zum Beispiel Dänemark, Mexiko. Könnt aber auch, wenn ihr Glück habt, Deutschland nehmen, Spanien oder hier auch noch die andere. Hier zum Beispiel könnten wir jetzt direkt bei Argentinien unterschreiben. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten hier, sage ich mal, in verschiedene Ligen zu gehen. Spanien, England, Frankreich, Brasilien, da haben wir schon alle Pokale geholt und ich bin da echt richtig süchtig nach. Also es ist ein kompletter Suchtfaktor. Alle Lizenzen der Bundesliga mit allen Mannschaften. Freunde, wir nehmen jetzt, denke ich, einfach mal Eintracht Frankfurt, DFB-Pokalsieger, und dann zeige ich euch das Ganze hier nochmal mit den originalen Spielerfaces und ja, wie das Ganze natürlich funktioniert. Sind schon sehr viele hier am Start. Unser Ziel war, glaube ich, auf Platz 7. Genau, hier seht ihr das. Dann schauen wir jetzt erstmal auf unseren Kader, Jungs. Damit zum Beispiel Haller, der auch natürlich hier am Start ist mit dem Spielerbild. Rebic auch. Alles original. Das ist wirklich sowas von fresh. Kevin Prince Boateng, die Maschine hier. Kann ich euch wirklich nur mal empfehlen, das Ganze abzuchecken. Wir werden jetzt nochmal unsere Ausstellung starten hier. Unsere Ausstellung sieht stabil aus. Ich ja, habe mich jetzt mal für die Dreierkette entschieden. Ihr könnt hier wirklich aus so vielen verschiedenen Formationen ja, auswählen, eure Lieblingsformation, sogar zum Beispiel hier eine Sechserkette oder so. Dann könnt ihr natürlich auch auf dem Transfermarkt tätig werden. Hier zum Beispiel gibt es Jesse Lingard, der wäre natürlich stabil. Wir haben jetzt 6 Millionen zur Verfügung. Und natürlich könnt ihr auch
Spieler verkaufen. Alex Meyer, Fußballgott, wird auf jeden Fall nicht verkauft. Wir machen mal Herr Gotha hier auf die Transferliste für 5,9 Millionen. Könnt wirklich hier alles machen. Ein Scout, sage ich mal, auch noch aktivieren. Je nachdem, was ihr für eine Position sucht, was für ein Rating der haben soll. Spezialisten hier, wer die Ecke machen soll, trainieren die Spieler. Wir trainieren jetzt zum Beispiel einfach mal Haller. Der muss mal ein bisschen mehr Boost bekommen. Dann seht ihr hier auch noch die Tabelle. Alles easy. Den Kaderwert richtig fresh. Also wirklich einer der besten Fußball-Apps überhaupt. Und ihr seht ja selber, das Ganze spiele ich wirklich schon sehr lange. Hab jetzt hier auch schon noch andere Vereine am Start. Deutschland, Dortmund und Nancy. Mit Nancy sind wir, glaube ich, auf Platz 1, denke ich. Und konnten das dann auch noch 3-0 gewinnen, tatsächlich. Jetzt haben wir aber auch noch gleich ein Spiel, und zwar ja bei Deutschland. Ist, denke ich, jetzt sehr interessant, weil wir ja mit Deutschland natürlich hoffentlich auch weiterkommen werden in echt. Und da werden wir jetzt gleich gegen Spanien spielen. Mal schauen, wer da gewinnen wird. Link zur kostenlosen OSM-App natürlich in der Beschreibung. Hat mich wirklich gefreut, dass ich diese App vorstellen darf, die ich persönlich auch schon über ein Jahr zocke. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch das Spiel gegen Spanien. Deutschland versus Spanien. Ob das vielleicht auch noch passiert? Naja, da muss Deutschland dann erstmal weiterkommen. Tatsächlich konnten wir das Ganze aber hier 2:1 gewinnen. Also ich muss sagen, ja, die App macht einfach richtig Bock. Checkt das auf jeden Fall aus. Das war die OSM-App. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Ist wirklich nur eine Empfehlung von mir. Und jetzt geht es natürlich los mit unserem Deutschland-Team, Freunde. Mit dem Deutschland der Deutschland-Teams. Und da fangen wir gleich an im Tor. Die größte Frage überhaupt. Entscheide ich mich jetzt für Marc-André Ter Stegen oder für Manuel Neuer? Und ich habe mich heute entschieden für Manuel Neuer. Man mag es kaum glauben, aber ich würde einfach mal so sagen, ganz ehrlich, am Torwart liegt es am wenigsten, und ein Manuel Neuer, der macht auch keine Fehler. Und ja, so Neuer einfach im Tor zu haben, ich finde es ehrlich gesagt jetzt nicht schlimm, ja. Ter Stegen hätten wir genauso aufstellen können. Es ist bitter für Ter Stegen, aber er wird seine Zeit bekommen, wahrscheinlich schon bei der nächsten EM, WM. Ich bin mir nicht sicher. Manuel Neuer hat sich keinen Fehler geleistet gegen Mexiko. Den Ball konnte er auch nicht halten. Und deshalb würde ich einfach sagen, er hat ein gutes Spiel auch gemacht, keine Frage. Ja, Ter Stegen hätte wahrscheinlich genauso gespielt. Aber wir entscheiden uns einfach für Manuel Neuer. Da ist dann natürlich die Frage da. Gönnt man es dem Neuer oder gönnt man ihm es nicht? Gönnt man es eher Ter Stegen? Jetzt kommen wir zur Innenverteidigung, und da sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus. Beziehungsweise da weiß ich noch nicht so recht, ob das Ganze so gut geht. Wir haben beide Verteidiger gesehen, die haben nicht wirklich die beste Leistung absolviert. Einmal Jerome Boateng und natürlich den guten alten lieben Mats Hummels. Sie haben eher die Offensive kritisiert. Wobei ich einfach auch sagen muss, dass die beiden Verteidiger nicht wirklich das geilste Spiel gemacht haben. Also Hummels sehr, sage ich mal, ja, vom Tempo her nicht am Start gewesen. Viel zu leicht ausgekontert, und Boateng einfach viel zu offensiv, was das Ganze natürlich dann, oder was die Verteidigung dann natürlich auch aufgerissen hat. Am liebsten würde ich vielleicht sogar mal Süle sehen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Hummels und ein Boateng einfach von der Leistung her, weil ich weiß, dass sie das können, einfach spielen lasse. Ich lasse sie jetzt einfach spielen, obwohl sie halt wirklich gegen Mexiko nicht so den besten Tag hatten. Aber trotzdem muss man einfach sagen, so ein Boateng und so ein Hummels, die können das Ganze auf jeden Fall easy regeln. Wir gehen heute auf Spieler, die vielleicht auch nicht nominiert sind, und das ist heute ein Team of the Season, Freunde. Ein Team of the Season, und zwar der gute alte Philipp Max von Augsburg, vom FC Augsburg. Da bin ich mir echt ehrlich gesagt, da habe ich ein Fragezeichen. Warum hat Löw ihn nicht einmal irgendwie zu einem Testspiel eingeladen? Gar nicht, sage ich mal, überhaupt beachtet. Obwohl er halt die meisten Vorlagen hatte. Ich glaube, er hat die meisten Scorer oder mit die meisten Scorerpunkte als Linksverteidiger. Das muss man sich mal vorstellen. Und da hätte ich ihn auf jeden Fall mal in einem Testspiel wenigstens erstmal testen lassen. Und ich denke, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option. Ansonsten hätten wir natürlich Jonas Hector, den wir hier reinstellen hätten können. Aber der ist ja verletzt gewesen beim letzten Spiel. Plattenhardt wurde auch gar nicht, sage ich mal, er wurde einfach die ganze Zeit ignoriert von den Spielern. Er stand außen immer frei. Deshalb kann man das an Plattenhardt jetzt, sage ich mal, auch nicht ausmachen. Aber ich würde schon sagen, mit dem Philipp Max oder so, da hätte man vielleicht dann sogar auch nochmal
ein bisschen mehr Sicherheit und auch nochmal Offensive, was da so geht. Aber gut, am Ende hat er sich nicht für Max entschieden, beziehungsweise gar nicht ihn überhaupt mal zu einem Testspiel mitgenommen. Und jetzt als Rechtsverteidiger, habt ihr es schon gesehen, haben wir Joshua Kimmich. Und da bin ich ehrlich, Freunde, Kimmich habe ich immer gefeiert. Bis auf das Spiel gegen Mexiko, das war nicht so stark. Muss ich aber sagen, es gibt ja einfach keine andere Alternative, Freunde. Gibt es eine andere Alternative als Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition? Er war einfach zu offensiv. Ich hoffe einfach mal, dass er im nächsten Spiel das Ganze, sage ich mal, nochmal revidieren kann. Und am Ende glaube ich einfach, dass diese Viererkette es doch reißen wird. Wollen wir jetzt hier nicht alles negativ sehen? Ich denke, die hatten einfach wirklich nicht die perfekte Einstellung. Und wenn die Einstellung dann kommt, dann wird es auch besser. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten ZDM. Die 4-2-3-1-Formation wird jetzt weitergehen mit Leon Goretzka. Wir brauchen mehr Frische, wir brauchen mehr Stabilität hinten. Und ich denke, ein Leon Goretzka ist gar nicht verkehrt. Ist gar nicht verkehrt, ihn reinzubringen. Ja, einfach mal, man hat es ja gesehen beim Confed Cup, Jungs. Beim Confed Cup hat die U23, war es glaube ich, 4-1 gegen Mexiko gewonnen. Unter anderem auch mit Leon Goretzka. Und ich weiß nicht, wo das Problem ist, einen Goretzka einfach mal zu testen. Also ganz ehrlich, den kannst du auf jeden Fall mal reinbringen. Er wird jetzt hier nicht das Spiel versauen. Und Toni Kroos ist unser zweiter Sechser, der ebenfalls einen rabenschwarzen Tag hatte, also einen wirklich schlechten Tag. Ja, keine Ahnung, was bei Kroos abging, habe ich sonst auch immer gefeiert und immer verteidigt, aber das in dem letzten Spiel konnte man leider nicht verteidigen. So würde ich es trotzdem machen, Kroos auf der 6 mit Leon Goretzka, das sind halt zwei Spieler, wo ich sagen würde, ja, die sind vielleicht nochmal ein bisschen sicherer als Khedira, der wirklich gar nicht am Start war und deshalb würde ich mich so, denke ich, entscheiden. Jetzt kommen wir zur Offensive und da ist es klar, dass wir einen Spieler auf jeden Fall aufstellen und das ist der Marco Reus, Jungs. Der Marco Reus, Team of the Season hier, natürlich im Ultimate-Team-Modus, weil wir hier natürlich easy die freie Wahl haben mit den Spielern. Marco Reus muss einfach rein, ja. Ich glaube, Löw wird ihn auch. Ich glaube, Löw wird ihn zu 100% gegen Schweden aufstellen. Das ist einfach ein Muss, ne? Bester deutscher Spieler, da lege ich mich fest in der Offensive auf jeden Fall. Und wenn der nicht spielt, dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Probleme oder hatten wir auch viele Probleme, als er dann reingekommen ist. Klar, da waren die anderen Spieler wahrscheinlich auch schon ein bisschen müde und da konnte er mit seinem Tempo auf jeden Fall für Wirbel sorgen. Ich denke aber auch, dass er, ja, wenn er in der Startelf spielt, das Ganze auch sehr, sehr gut machen kann. Jetzt kommen wir zur nächsten ZOM-Position und das ist ein Spieler, wo ich mich wirklich schon die ganze Zeit gefragt habe, Jungs. Warum nominiert Löw Rudi statt Leroy Sané, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Spielerkarte wir nehmen. Komm, wir nehmen einfach mal. Wir hätten auch den roten jetzt hier nehmen können. Wir nehmen aber hier diese Player, diese Youth Player of the Year Karte von Leroy Sané von Manchester City. Einfach eine Maschine, Jungs. Einfach eine Maschine. Klar, er hat wirklich sich noch nie bewiesen in der Nationalmannschaft, nicht richtig. Deshalb würde ich auch hier sagen, für mich persönlich würde ich einfach die Leroy Sané mitnehmen. Ganz ehrlich, er hat so eine starke Saison bei Manchester City gespielt. Das muss man einfach würdigen und auch wenn er nicht auf der Start, beziehungsweise in der Startelf spielt, dann wenigstens als Backup. Da hätte jetzt wirklich gegen das Mexiko-Spiel ein Sané perfekt gepasst, mit Tempo einfach mal reinbringen. Den Jungen und das war dann halt nicht der Fall. Die konnten dann nicht viel machen. Jürgen Brandt hat es auch nicht schlecht gemacht. Aber so ein Leroy Sané, bin ich ehrlich, den hätte ich da auch gerne gesehen. Und im Sturm, ja, kann man, denke ich, jetzt auch streiten. Timo Werner hatte ein, zwei Aktionen, ist ansonsten natürlich untergetaucht, aber er hat auch wirklich so gut wie keinen Ball bekommen. Deshalb muss ich einfach sagen, kann man dem Werner einfach da jetzt nicht alles ankreiden. Und ich würde ihn auch weiterhin aufstellen. Und jetzt ist die Frage da, Freunde. Ja, für wen habt ihr euch entschieden? Drei Spieler sind jetzt hier, sage ich mal, oder stehen hier zur Auswahl. Einmal Thomas Müller, dann Julian Draxler und Mesut Özil. Ein Spieler sollte jetzt hier noch möglichst rein, um natürlich das Deutschland-Team abzuschließen. Ich bin ehrlich von zu euch, eine Position oder ein Spieler weiß ich schon, der nicht in das Team kommen wird. Und das ist leider der Thomas Müller. Ja, leider, ich feiere ihn eigentlich wirklich. Aber spielerisch momentan
ist er einfach nicht so stark, meiner Meinung nach. Müller, keine Ahnung, den kann man natürlich mal bringen, sag ich mal, oder als Stürmer spielen lassen, statt Werner zum Beispiel. Das wäre noch eine Überlegung, aber ich würde dann doch hier schon einen richtigen Zehner hier aufstellen, der natürlich die Spielübersicht hat. Da würde ich sagen, oder meiner Meinung nach, würde Draxler da gar nicht so schlecht reinpassen. Jedoch muss ich sagen, dass ich dann vielleicht doch auf Mesut Özil hier erstmal zugreife. Özil würde ich hier jetzt erstmal in das Team stellen, weil er einfach mit den Pässen und der Übersicht im mittleren ZOM, sage ich mal, ja, perfekt eigentlich für das deutsche Spiel ist, wenn er natürlich dann auch, sage ich mal, motiviert spielt und so weiter. Wenn das dann allerdings nicht so hinhaut, dann würde ich auch auf Julian Draxler gehen. Ich entscheide mich jetzt erstmal für Özil. So würde das Ganze jetzt hier aussehen, Freunde, mit den nicht nominierten Spielern. Und so sieht das Team aus, ja, was ich dann, sage ich mal, stellen würde mit dem Kader, was Deutschland gerade zur Verfügung hat. Heißt, ohne Sané, ohne Philipp Max links, hier Julian Draxler und im ZOM Özil rechts Reus und im Sturm vielleicht im Sturm dann noch den Thomas Müller statt Timo Werner. Das könnte es wirklich sein. Jungs, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Einfach mal in die Kommentare hauen. Hector, klar, er war verletzt und der Klopp, der spielt jetzt eigentlich nur da, damit die Chemie auf 100 ist. Zum Beispiel jetzt hier Müller vorne drin. Das wäre auch noch so eine Variante von mir, die ich durchaus mir vorstellen hätte können oder mir vorstellen kann. Aber wir lassen erstmal Werner drin. Was meint ihr? Ballert das mir in die Kommentare. Wir spielen natürlich jetzt auch noch eine Partie mit unserem Deutschland-Team um Leroy Sané. Heißt, also um mein wirkliches Deutschland-Team, beziehungsweise das, was halt, oder wo die Spieler halt nicht nominiert sind, wie Philipp Max und Leroy Sané, sind ja eigentlich nur zwei Spieler. Ja, das gegnerische Team sieht auch mächtig aus. Delete als Team of the Season, ansonsten auch sehr starke Spieler, wird interessant. Komm jetzt, Reus. Junge, der muss den jetzt vorbeiziehen hier. Der zieht doch vorbei und da ist Werner und was? De Gea, Junge. Und Sané und Foul. Jetzt. Oh, das war stark gespielt. Das war richtig stark und da ist Julian Draxler zum 1:0. Ja, das Team in FIFA ist schon mal nicht schlecht. Jetzt. Zack, Sané. Leroy Sané. Oh, das war stark. Leroy Sané, Junge. Genau deshalb brauchen wir den Sané. Und ich denke, ja, jetzt könnte er vielleicht aufgeben. Tatsächlich, Freunde, er gibt auf. Das nenne ich mal ein Squad. Also in FIFA auf jeden Fall stark. Ob es dann auch bei der Weltmeisterschaft gut gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ja, Jungs, ich bin gespannt, ob Deutschland das Ganze schafft. Schreibt es mal in die Kommentare. Was denkt ihr? Ja, oder wie sieht auch euer bestmöglichstes Team aus für Deutschland? Und am Ende kann ich eigentlich jetzt erstmal nichts mehr sagen. Ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das noch schaffen werden. Die Einstellung muss einfach anders sein und dann geht's ab. Und jetzt würde ich sagen, macht's gut, haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.